Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich wundere mich über gar nicht. Wir suchen hier jetzt gerade Lee, keine Ahnung, wo der sein könnte. Das ist aber das Schuppen wahrscheinlich, wo die ganzen Söldner hier pennen. Und ich bin wirklich am überlegen, wen wir jetzt hier anschließen. Söldner? Wo willst du denn hin? Zu Lee. Ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich will mich den Söldnern anschließen. Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von Lee? Ich glaub dir kein Wort. Aber geh ruhig. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du es schon merken. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Okay. Dann gehen wir mal rein und quatsch mal mit Lee. So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da ist der linke Flügel, also hier muss Lee sein, ne? Khaled? Khaled kennen wir auch noch. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Sie erinnert sich nicht an mich? Ist Gorn hier vielleicht auch? Söldner? Söldner? Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Was genau tust du denn hier? Ich will mich euch anschließen. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar. Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Nein. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Ich muss dringend mit dem, Was genau tust du hier? Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Mhm. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Mhm. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Mhm. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Er wird dich auf die Probe stellen. Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Mhm. Was weißt du über den Ring des Wassers? Das hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nur am Rande damit zu tun. Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt und dass die Wassermagier dahinter stecken. Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden, das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin. Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wenn du mehr darüber erfahren willst,
Dann solltest du vielleicht besser mal mit Kort sprechen. Er ist einer von ihnen, soviel ich weiß. Ah, okay. Ja, gut, also... Kann ich jetzt mit ihm quatschen? Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Nö. Wie bist du zu den Söldnern gekommen? Ich bin mit Silvia aus dem Süden gekommen. Wir waren in einer Söldnerarmee, die gegen die Orks gekämpft hat. Was denkst du über Silvio? Der Typ ist gefährlich. Und viele der Söldner, die mit ihm hierher gekommen sind, hören auf ihn. Leg dich besser nicht mit ihm an. Was denkst du über Lee? Ich glaube, das Einzige, was Lee wirklich interessiert, ist, von dieser Insel runterzukommen. Er will aufs Festland. Hat da wohl noch eine Rechnung offen. Jedenfalls versteht er sein Handwerk um Längen besser als Silvio das jemals könnte. Außerdem ist er ein guter Anführer. Die meiste Zeit kann man hier machen, was man will. Hast du was dagegen, wenn ich bei euch mitmache? Wenn du die Probe bestanden hast, werde ich für dich stimmen. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, das will ich mir ansehen, auf jeden Fall. So, Berserker-Axt. Schaden 200. Kosten 3000. So viel Geld habe ich noch nicht mehr. Barbaren-Streit-Axt. Schwerer Zweihänder. Streit-Axt. Drachenjäger-Armbrust, was? Die sieht schon geil aus. Schwere Nagelkeule. Leichte Streit-Axt. Grobes Bastardschwert. Drachenbogen. Sieht auch schon nice aus. Eichenbogen. Kriegsarmbrust. Langbogen. Jagdbogen. Kurzbogen. Boah, ich bin am Überlegen, vielleicht doch hier auf Armbrust und Zweihänder zu gehen, tatsächlich. Und Drachenjäger. Sieht schon sehr nice aus. Aber wir haben hier noch sehr viele Quests, die erledigt werden müssen. So. Und? Ich hab was anderes gehört. Und wie sieht's aus? Geh rein, wenn du willst. Keine Ahnung. Aber quatsch mich nicht voll. Er hat auf die falschen Leute. Oder war er das, der mit uns vorhin gequatscht hatte? Wie sieht's aus? Bewacht ihr die Bauern? Wer hat hier das Sagen? Ich will mich. Ja, okay. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Aber ich. War doch klar. Ich habe hier noch genug Quests auch in der Stadt zu tun. Wir haben hier sehr viel Aufgaben übrig. Ich hab was anderes gehört. Das hast du nicht gewusst. Raoul? Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm her nicht. Ja, bevor wir uns denen anschließen, sehen wir mal zu, dass wir stärker werden. Definitiv. Wir haben zu wenig Stärke auf jeden Fall. Zwar 4 Punkte haben wir noch. Aber ich glaube nicht, dass wir hier mit ihm die Aufgabe da vorne schon erledigen können. Den müssen wir ja auch noch verprügeln. Ja, wir gehen erstmal wieder zurück nach Corinnes in die Stadt. Da haben wir noch einige Aufgaben zu erfüllen. Und... Boah, geil, dass wir aber Lee wieder getroffen haben. Aber wo ist die alte Kolonie hier? Das Minental. Kann man die hier sehen? Oder ist die da... Da unten liegt der Xardas Turm. Das ist ein anderer Turm von Xardas. Das Mintal ist nicht hier drauf. Gibt es noch eine größere Map? Aber geil, dass Lee uns wiedererkannt hat. Oh, Heilpflanze. Noch eine. Die nehmen wir mit. Irgendwann muss das hier so kommen. Wir werden uns definitiv Lee anschließen, anstatt den Paladinen. Ich merke schon. Wer von denen will Stress? Oder können wir abhauen? Schade, dass man hier nicht nochmal sprinten kann. Oh, gegen die Lurker kommen wir noch nicht an und das sind auch mir zu viele Blutfliegen. Was ist denn hier eigentlich in der Mine? Speichern wir hier erstmal, bevor wir da reingehen.
So. Goblins. Jo. Komm. So. Nichts zu plündern. Okay, hier müssten noch mehr Goblins sein. Aber es sind Erfahrungspunkte, die wir einsammeln können. Das sind mir zu viele. Gehen wir mal lieber. Sehen wir lieber zu, dass wir irgendwo anders ein bisschen skillen können, ein bisschen Stärke aufbessern. Vielleicht noch irgendwo ein paar Scavengers finden oder so. Boah, dieses Krabbeln. Dieses Krauchzen da durch die Wiese oder was auch immer hier ist. Macht mich ein bisschen nervös. Wo ging es nochmal zurück nach Corinnes? Ich glaube hier geradeaus, ne? Ja, das scheint der Weg zu sein. So, nach Corinnes genau. Zum Pass. Nicht, dass wir jetzt aus Versehen oben an der Brücke kommen, entlang gehen. So. Da sind auf jeden Fall ein paar Feldräuber. Oh. Okay, die waren schon ein bisschen heftiger. Ja, dann lassen wir das mal. Dann gehen wir... Ach, hier, Heilpflanzen. Die spawnen ja wieder. Immerhin. Ja, aber wie werden wir jetzt hier stärker? Also wirklich. Oder wo kriegen wir jetzt eine bessere Rüstung? Mal sehen. Komm, wir gehen dann mal hier entlang. Ich glaube, von hier kamen wir irgendwo. Ne, doch nicht, aber hier gibt's... so ein kleines Lager. Und da ist ja auch noch jemand. Aber das mit Gorn tut mir echt leid, dass er jetzt eingefächert wurde. Wer ist denn das? Dragon. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier ja. Draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Was machst du denn hier draußen? Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Ah, okay. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Untote. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Okay. Geschicklichkeit müssen wir noch skillen und Stärke. Ich glaube, wir fokussieren... Oh, Schaffel. Wir fokussieren uns erst einmal darauf, dass wir damit stärker werden und geschickter. Bevor wir irgendwas anderes hier machen. So, mehr habt ihr jetzt hier nicht rumliegen, ne? Kann ich hier die Truhe plündern, looten? Ohne, dass er böse auf mich wird? Tatsächlich. Bolzen?
Nehmen wir alles mit. So. Okay, und das führt also nach Norden, ne? Ich gehe mal von aus, dass das hier nach Norden geht. Sieht so zumindest danach aus. Ist nur die Frage, was könnte hier uns angreifen? Wölfe auf jeden Fall, sehe ich schon. Aber das sind Erfahrungspunkte, die wir mitnehmen können. Und uns fehlt ja noch ein bisschen. Ja, kommt. So, komm. Ah, nein. Ja, erster erledigt. Jo, komm, mach den fertig. Nice. Waldbeere, nehmen wir mit. Wo ist der andere Wolf? Wo ist denn der andere Wolf? Da. Okay, jetzt nochmal. Ah, das sind beides dieselben Bögen. Okay, viel für Gesundheit haben wir nicht mehr. So, das gibt auch nochmal Lebensenergie. Ich glaube, wir müssten wirklich einmal zurück nach Corinnes. Da sind Goblins. Nee, das bringt mir nichts. Ja, wir gehen erstmal zurück nach Corinnes. Müssen da noch ein paar Quests machen. Aber den Paladin will ich jetzt doch nicht mehr anschließen, sondern schon eher Lee, weil ich habe auch die Vermutung, dass wir nicht nur Gorn wiedersehen, sondern auch Lester, Diego und wie hieß der Zauberer da noch, der vom alten Lager war? Finden wir auch Stone wieder? Das Arschloch? Ja, Stone war wirklich ein Arsch, muss man sagen. Wir sehen uns. Aber da stelle ich mir auch die Frage, ob wir den wiedersehen. Boah, ich würde mich freuen, wenn wir einige der Gesichter wiedersehen werden. Gomez dürfte nicht mehr existieren und Raven und so weiter. Ah, hier. Von hier kamen wir. Das war der Weg. Genau, und da die Brücke. Und hier hatte noch gefehlt. Ah, da gehen wir noch nicht hin. Wir haben nicht genug, um unser Leben wieder vollständig zu machen. Dann gehen wir mal lieber hier rum. So, da hat sich jetzt auch nichts zurückgespawnt. Außer hier das Blut. Das Blut sieht noch frisch aus, aber die Leiche nicht. Das wundert mich schon ein bisschen. Aber wir müssen mal gucken, wo wir uns noch ein bisschen aufskillen können. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Corinnes. Das geht ja schnell. Da sind wir ja auch schon. Scheint aber auch irgendwie die einzige Stadt hier zu sein, ne? Das ist hier wirklich die einzige Stadt. Aber es sieht so aus, als würde die Karte noch weitergehen. Ist das hier jetzt nur ein kleiner Teil von der kompletten Map? Oder ist das schon wirklich die komplette Map? Denn wir haben hier ja auch eine Karte nur von der Stadt, können wir holen, können wir kriegen. So, aber jetzt ist die Frage, wer kann uns Armbrust beibringen und Zweihänder? Stärke und Geschicklichkeit wissen wir ja. Wir können auch rein theoretisch hier
Ja genau, Milton hieß der eine. Milton. Milton hat nur gefehlt. Von der Truppe. Milton, Lester, Diego, Gorn und wir. Und halt Lee und Laris. Gomez ist tot, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, ob Torus tot ist. Also wir haben ihn ja in Gothic 1 getötet, aber ist er hier auch an sich tot? Hier, Harad. Da bist du ja wieder. Jo, ich will stärker werden. Ich will stärker werden. So. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Haben wir noch einen? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Jo, machen wir. Nee, ich bin jetzt hier, ja. Eins. Ist das dein Ernst? Hey, du. Da bist du ja wieder. Ja, ich wollte hier dran. Hey. Da bist du ja wieder. Ist doch nicht sein Ernst, ne? Okay, gewöhnliche Waffe. Edelwert. Und nochmal. Noch ein Edelwert. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst. So. Womit denn? Ah, jetzt habe ich nichts mehr. So, dann können wir hier nochmal. Sobald er davon weggeht. Harad. Ja, wir müssen hier jetzt erstmal warten. Jetzt. So, erstmal zu weit weg. So. Gewöhnliche Waffe schmieden, Edelschwert. Und noch ein Edelschwert. Und nochmal eins. Womit denn? Gut, jetzt haben wir nichts mehr. Dann kann ich ihm jetzt erstellten Waffen verkaufen. So, ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja, Mann. So, kriegen wir von ihm nochmal irgendwie was? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, bitte. Hat er aber nicht. Er hat keine Schmiederohlinge. So, aber ich kann ihm das hier verkaufen. Dann können wir ihm noch andrehen. Hier, Schafsfell, Wolfsfell. Hier, silberner Kerzenständer. Alte Kleintafel. Wir haben schon 3000. Hier, goldene Schale. Ja. Nice, auf jeden Fall. So, was können wir jetzt hier? Draugemäß auch. Aufnahme beim Söldner mit freundlichen Grüßen. Okay. Leer den Krug in einem Zug. Händlerüberfall, das Experiment. Das Gold des Händlers. Ich soll Jora sein Gold zurückbringen. Genau, dann können wir das jetzt erstmal machen. Dann kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Ne? Warte, wie viel Stärke haben wir jetzt? 34. Also wir machen jetzt erstmal Stärke so hoch wie... Also als erstes Ziel Stärke erhöhen. Schon mal vielleicht zwei Händler irgendwo erlernen. Irgendjemand kann uns bestimmt zwei Händler beibringen. So, mit dem Rengaro müssen wir quatschen. Speichern aber vorher hier. Und quatschen den. Jora meinte, du hättest dein Gold. Jora meinte, du hättest dein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Okay, wo rennt er hin? Wieso bin ich hier so langsam und er so schnell?
Alter. Muss ich denn jetzt komplett hier hinterherlaufen? Hab ich dich. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. So, du gibst mir jetzt Joras Gold. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Okay. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr sehen. Ich werde dafür sorgen, dass du im Knast... Dafür kriegen wir auch Geld. Warum sollte ich das tun? Komm, egal, wir sind mal nett. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Vielleicht hat er auch noch Lees Bande bei. Weiß ich nicht. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Mal gucken. Das speichern wir aber auch vorher. Können wir ihn hier verpfeifen als Krimineller? Als ein Dieb? Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Ich will mal gucken. Bei... Warte, Wulfgar? Kennen wir den nicht? Der hat... Was macht die Pflicht? Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Wie ist das bei der Miliz? Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder Zweihandwaffen? Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Okay, wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Nee. Lass uns mit dem Training beginnen. Ich will Zweihand trainieren. Hier können wir Zweihand trainieren, okay. Gut, hier können wir das also machen. So, jetzt ist es aber... Wo ist Anga? Wer ist denn das? André hieß er, nicht Anga. Wegen der Diebesgilde, Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Okay, habe ich nicht. Wer ist denn das? Stadtwache. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir Zweihänder trainieren können. Dann brauchen wir auch einen Zweihänder. Warte mal, da hinten gab es ja eine, die hat Waffen. Die einen Zweihänder für mich, einen guten. So, warte mal, Rengaru, quatschen wir den nochmal an. Na, geht's dir gut? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ich wollte nur quatschen. Aber wir können jetzt aber erstmal die Quest hier abgeben. An Jora. Wegen des Diebes. Wegen des Diebes? Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Ich bin noch an der Sache dran. Ich bin noch an der Sache dran. Dann sieh zu, dass du mein Gold wieder beschaffst.
Was weißt du über die Diebesgilde? Was weißt du über die Diebesgilde? Pass auf, wenn du mir mein Gold von diesem... Ja, das kennen wir schon. Der hat mir nur 50 Gold gegeben. Warte mal. Das Gold des Händlers. Ich soll Jora sein Gold zurückbringen. Ich hab das doch. Warte mal. Wegen des Diebes? Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Ich hab dein Gold. Und noch wichtiger, hast du mein Gold? Er ist mir entkommen. Er ist mir entkommen. Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. So. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Ennos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Warte mal. Okay. Dann, was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Okay. Zeig mal deine Ware. So, hier hat er doch eine Aldrich-Schwert, Folter-Axt, Armbrust. Ja. Für Armbrust brauche ich Stärke oder wie? Ich muss weiter. Die ist auch schon abgehauen. Aber gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.